Herzlich willkommen, schönen guten Abend hier aus dem Kochstudio, aus dem Sportstudio Buddy Business hier bei Kreuznach. Ich hoffe, wir haben wieder ein paar Stammgäste, Stammküchengehilfen hier, die heute sich wieder Anregungen holen wollen. Und wen wir heute als, wir haben ja immer ganz besondere Gäste da, aber heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast da, nämlich einen Vollprofi. Das heißt, das, was wir heute machen, das hat auch nochmal viel Hand und Fuß. Und wer unser Gast ist, das seht ihr gleich. So, da sind wir schon wieder. Hallo Franz. Hallo. Schönen guten Abend. Ich freue mich hier, heute Abend hier zu sein, für den sportlichen Wettkampf. Ja. Was alles nach dem Motto Genuss ohne Reue ist. Ja, das heißt fit und gesund. Genau. Wer den Franz noch nicht kennt, das werden wenige sein, denn Franz Xaver Bürkle, den kennen, glaube ich, eigentlich fast alle Kreuznacher. Es gibt wohl keinen bekannteren Koch hier als dich. Oh, oh, oh. Auch jahrelang schon bei uns Mitglied, immer mal wieder auch eingesprungen, wenn wir irgendwelche Mitglieder-Events hatten. Und heute konnten wir dich dafür gewinnen, begeistern, mal etwas wirklich Professionelles, was wirklich Tolles zu kochen. Was gibt's denn heute? Ja gut, das heißt hier was Spezielles. Wir haben vor eine sämige Suppe. Das heißt hier von Feld und Acker. Feld ist ja, wie der Name schon sagt, als Salat, Feldsalat. Und als Acker gibt es hier Kartoffel. Und das wird vereint zu einer sämigen Suppe. Und natürlich gibt es hier auch noch was zum Kauen dann. Das heißt hier, wir haben hier Roggenkrüstchen, Croutons, die was wir dazugeben. Ihr werdet sehen hier, es geht schnell, einfach und pikant. Ja, ich meine hier, ihr kocht schon was. Ja. Ja. Wollen wir da mal reingucken, was das schon kocht? Ja, wollen wir da mal reingucken. Ja. Dann kommst du mal vor mit der Kamera und dann werfen wir mal reingucken. Ja. In die Töpfe. Und zwar, jede gute Küche hat eine Basis. Ja, Basis, das heißt eine Grundbrühe. Oh, die kocht ja wie die Wäsche, braucht ja nicht so allzu viel kochen. Sondern wir haben jetzt eine Gemüsebrühe gemacht. Ja. Im Vorfeld, wie die gemacht wird, zeigen wir gleich. Dazu haben wir verschiedenes Gemüse, Suppengrün, Zwiebel, auch ein paar Gewürze und Kräuter wie Lorbeer, Rosmarin, Knoblauch. Natürlich nach eigenem Gusto kann man die Sache dementsprechend auch verändern. Ja. Aber diese Brühe, die brauchen wir jetzt dann gleich zum Auffüllen unserer Suppe. Ja. Wir tun sie mal weg. Ja, wir machen mal hier dementsprechend die Basis. Mach mal wieder volle Pulle am besten. Volle Pulle, ja, danke. Siehst du, das ist immer wichtig, wenn der Chef hier an der Regelung ist, an der Heizung. Ich hoffe, ich habe in die richtige Richtung gedreht. Ja. Aber ihr merkt schon, Kochen soll Spaß machen. Ja. Und ich glaube, nie und nicht alles zu ernst nehmen. Nee. Ja. Und manchmal glaube ich auch, das ist zumindest meine Erfahrung, manchmal muss man es ausprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass man es nochmal neu machen muss. Ne? Ja gut, der Fachmann schaut großzügig drüber hinweg und der Laie kennt es nicht anders. Ja, genau. Ja, genau. Ihr merkt schon, es macht Spaß, ich freue mich mit dir. Aber bevor wir mal loslegen, ich setze die Brühe an, du kannst schon mal mit Kartoffel anfangen. Wichtig, denk dran, scharfe Messer. Ja, an deine schöne, zarte Finger. Wie kriegt man die eigentlich wieder scharf? Oder nur gibt es da neue? Nein, das ist nur ein Einwandartikel. Ja. Ich habe hier auch noch einen anderen. Ja, wenn Sie stumpf sind, ich habe noch nicht probiert. Ich probiere das jetzt damit. Nein, pass auf. Ja, es geht schon. Ja. Ich brauche ja auch einen. Ja, ich mache hier die Brühe. Dann habe ich hier auch noch einen, wenn die mit dem arbeiten. Nee. Machen wir einmal Desinfektion, hatten wir gesagt. Ja, jetzt Desinfektion. Ich war zwar eben schon unterwegs, aber dass ihr das hier auch noch mal seht. Das ist A&O, ja. Ja, es geht schon. Ja, ne, wir arbeiten ja unter hygienische Richtlinien. Ja. Geht's? Ja, gut, okay. Ja, ist wichtig. Ja, wir wollen uns ja nicht dementsprechend hier einen Ruf. Lege ich mal los. Ja, pass auf, hast du einen Teller oder eine Schüssel gleich, eine Schüssel reinputzen. Ach, ja. Das ist einfacher. Das geht schon. Ja, ich mache schon mal Karotten. Schäl die mal. Normal braucht man die nicht schälen, aber wir machen jetzt mal die Brühe selbst. Haben Sellerie. Das Wasser kocht schon gleich. Ja, ich mache hier die Schalen weg. Dünn. Natürlich,
Sellerie können wir auch einen schönen Salat machen. Karotten, ja, Sellerie und Karotten schön reiben. Ja, kannst du auch, ja, mit Äpfeln noch dazu. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend. Ich schneide das klein, das Gemüse, das ist Suppengemüse, wie man kaufen kann. So, alles hinein, schön. Und das gibt diese Brühe. Ne? Nur haben wir die vorgearbeitet. Ja? Dann haben wir hier auch schön Petersilie. Ich habe mal eine Frage an dich. Du weißt bitte. Es ja. Ich bin ja in der Küche, also ich plädiere immer für die schnelle, gesunde Fitnessküche. Und da fällt bei mir Kartoffelschälen flach. Ich nehme immer die Kartoffeln mit der guten Schale, die dünn ist, und esse die Schale immer mit. Ja, kann man. Kann man machen. Ist gell? Das Beste. Ja, ja, klar. Weil da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu. Nö, geht. Geht. Wie beim Apfel im Prinzip. Genauso, ja. Kann man ja machen, ja. Genauso weiter. Und dann nimmst du noch einen Quark, ja, ein paar Kräuter und dann noch Leinöl. Ja. Ja, und die Pellkartoffel. Ja. Ja, der Klassiker aus dem Osten, ne? Unter anderem, ja. Ne, das ist ja hier genauso. Ja. Aber ihr seht schon, ja, die Brühe selbst. Ja. Ich nehme noch was in Rosmarinzweig. Etwas Lorbeerblatt. Da kann man jetzt natürlich auch so Pfefferkörner reinmachen. Knoblauch. Ja. Einer macht noch Wacholder. Und wichtig, ja, so eine Brühe kann man auch auf Vorrat kochen. Ja, auf Vorrat. Weißt, und lässt sich gut eingefrieren. Weißt du aber eigentlich, warum die Jungs hinter der Kamera so grinsen? Die haben den Chef noch nie was arbeiten sehen. Oh, ich glaube, das, ja, ist, aber glaube, ja, das ist der Grund. Da hat er mal einen Applaus verdient hier. Ja, das macht er auch sehr schön. Gewissenhaft und schnell. Wenn die Kartoffeln geschält sind, ja, machst du noch zwei, drei. Ich mach noch. Machst du noch. Bis der Max Stopp sagt. Ja. So. Hier, Kartoffel ist ja wichtig, ja, mehlige Kartoffel, ja, je nachdem, was man hat, ja. Mehlig, ach so, ja, für die Suppe, ja, klar. Ja, mehlige Sinn, ja. Kartoffel, ja, wenn ich Salat mache, ja. Machst du festkochen, ja. Ja, festkochen, ja. Und zwar, hast du Kartoffelpüree im Salat, bei dreimal umrühren, ne? Ja, ja, und zwar, hier, die Kartoffeln haben meistens Mädchennamen. Siglinde, Granola, ja, Hansa, warum? Annabelle. Warum? Woher kommt das? Ja, komischerweise, ja, Kartoffel, ja, das ist halt so. Die Kartoffelvielfalt, ja, je nach Beschaffenheit, ja, und wo sie wachsen, ja, dementsprechend, die Pfalz ist ja prädestiniert dazu, ja, die Pfalz. Ja. Pfälzerkartoffel. Ja. Ja, ist ja, sag mir was. Ist ja bekannt, ja. Das heißt, in der Vorderpfalz, an der Kalmit, ja, da, aber wenn du eine hast, reicht das, ja. Sicher. Da, das reicht, ja. Wir machen ja für vier Personen, oder? Was meinen wir? Fünf. Fünf, ja. Ich glaube, wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt, isst auch ein zweites Mal. Ne? Wie? Hast du Glück, hast du das gesagt, nicht ich? Ah, nein. Nein, nicht, was du denkst. Jetzt, ja. Nee, natürlich nicht. Ja, wir fangen jetzt an zu singen, noch schmutzige Küchenlieder. Das wollen wir nicht. Ne? Aber ihr merkt schon, ja, das Kochen soll Spaß machen. Ja? Während ihr die Suppe kocht, ja, wir haben ja schon eine fertige, ja, setzen wir die andere an, ja, mit den Kartoffeln. So, so, du meinst, das reicht, ja? Das sagen wir, reicht, acht, ja. Kartoffeln reicht, ja, zwei, ja, pro Person. Hier, die müssen bloß gewaschen werden, noch ganz kurz mal durchwaschen. Ich habe hier dann Wasser. Dann rühre ich das erstmal in den Müll. Ja, machst du auf den Teller, ja. Und dann einen Teller können wir opfern. Kurz durchwaschen. Ja. Einen Teller können wir opfern. Ja, ich mache jetzt hier die Brühe. Ja, Andreas, Entschuldigung, kannst du mal halten, bitte? Ja, die Brühe, was wir vorgekocht haben, ja, passieren wir hier, ja, durch ein Spitzsieb, ja, oder durch einen Seier. Ihr seht hier, das ganze Gemüse ist jetzt schön ausgelaugt. Ja, kannst du wieder reinmachen. So, wunderbar. Ist gut, macht auf. So. Ah ja, genau. Tun wir mal auf die Seite. So, und jetzt kann die Kartoffel dementsprechend da drin garen. Ja? Ist das volle Lotte? Ja. Jawohl, voll. Ja. Und das war schon mal die ganze Kunst. Ja? Hier. Da gibt es auch einen speziellen Deckel. Ja, geht ja auch hier. Wunderbar. Ja, schön. Das kann dann mal weg. Dann schneide ich mal die Kartoffel.
Und du kannst mittlerweile dann nachher, ja, wenn die Brettchen sauber, das Brot, Roggenbrot, das haben wir da, das tun wir hier schön in Würfelchen, ja? Würfel, in Karrees, ja. Und ich mache die Kartoffel klein. So, die erste Scheibe war nichts. Ach so, ihr das wohl? Nee, ja. Macht nichts, gell? Ja, hier. Wie beim Schreiner hier, gell? Drei kurze, zwei. Das weiß ich auch, wie in der Gastronomie die Azubis rangenommen werden, ne? Mit solchen Dingen, oder? Ah ja, da gehört dazu. Was glaubst du, was ich alles wiederlebt habe? Da wird dann noch Ketchup verspritzt wahrscheinlich, ne? Nicht nur das, sondern hier. Nicht nur das? Geht's noch schlimmer? Ah ja, hier, wir sind auf Fitnessstudio. Mal in Pfannen. Nee, aber es ist tatsächlich so, ja. Ihr seht hier, ich mache das extra klein, die Kartoffel. Ja? Das heißt hier, damit die Sache auch schneller gart. Ja? Wenn es kocht, tun wir sie rein. Die Brühe haben wir ja als Basis, kommen die Kartoffel dazu. Ja, machen eine Kartoffelsuppe, deckst wieder ab, damit es schneller kochen tut. So, jetzt ins Frühjahr ist er gut. Ja? Hier. Andreas, im Frühjahr, ne, ja. Gibt es ja alles. Ja. Wenn man anfängt hier mit Maikräutchen, dann später Rhabarber, ja, mit allem, was dazugehört, ne, da macht er Spaß und Appetit, Kresse. Ja, so. Scheibchen, nee, Weibchen, nee, Scheibchen, Weise. Was meinst du dazu? Ja? Ja? Oh ja, da lacht er. Was soll ich denn dazu sagen? Das wäre alles. Hier, man soll das alles jetzt ernst nehmen. Ja. Nee, da draußen die Welt ist schon ernst genug. Ernst genug, ne? In der heutigen Zeit. Spaß machen, ja? In der heutigen Zeit, ja. Aber echt. So. Die kochen dann. Die werden dann passiert, ja, das heißt hier mit dem Mixer klein püriert. Ja. So, das muss jetzt natürlich kochen. Ja. So, die Brühe, hast du schon mal probiert? Ich brauche meinen Löffel. Ja, da, ich hab einen frischen Löffel. Das ist meiner. Dann ist gut, ja. Das ist aber kalt nach drei Löffeln, gell? Ja, ist kalt. Aber der Geschmack ist da. Geschmack ist schon, ne? Die Basis. Ja, Grund. Klar, wir würzen die Sache nachher nochmal mit ein bisschen Salz, ja, Pfeffermühle. Dann habe ich hier Muskat. Soll ich noch Brot überlassen, um das zur Suppe zu essen? Und wie viele Würfel brauchst du? Ja, gut, hast du aber gut gemacht hier. Ja, schön. Sind sie zu groß? Ja, gut, ist in Ordnung, nein. Weil das Brot so weich ist. Ja, ist gut, ja. Ich hätte ja ein anderes Messer geben können, ja, aber macht nichts. Ja. Das ist gut so. Das ist in Ordnung. Hier, mach noch zwei Scheibchen dazu. Ja, so. Zwei Scheibchen, okay. Ja, Brot für die Welt, die Wurst bleibt. Dann lasse ich das Brot, wenn man es dazu essen möchte. Oh, man muss aufpassen. Ja. Wieso? Brot für die Welt, die Wurst bleibt hier. Ja, das war früher schon ein Spruch. Ne, das darf man sagen, das ist in Ordnung. Darf man sagen, ja, das ist in Ordnung. Ja, dann ist gut. Ja. Wir hatten mal den Sören hier, vielleicht schaut er ja zu, der sieht es im Nachgang. Der hat das mal erzählt, als Student im Hörsaal, hat der Professor auch irgendwas gesagt. Hat auch irgendwas von Brot für die Welt gesagt. Ja. Und dann hat dann einer Student da rausgerufen, das ist in Ordnung, aber die Wurst bleibt hier. Aber richtig, durch den ganzen Hörsaal mit 100 Studenten. Also, ja. Kann mir das lieber vorstellen. Ja. So, ist der Ofen an hier, die Pfanne? Nein, noch nicht. Soll man anmachen? Ja, gut, okay. Wir rösten das dann, ja. Kommt ganz schnell. Wir rösten das. Hier, man kann es auch anders noch machen, einen guten Trick, ja, wenn man es in die Toaster tut. Ja. Scheiben, ja. Ja, in Toaster zweimal, ja. Da sparst du Fett. Ja. Ja, obwohl, der ist auch schön. Die Röstaromen, ja, beim Toast ist dasselbe, ja, wie jetzt hier in der Pfanne. Aber die Sache klappt. So, wir haben hier einen schönen Feldsalat. Ja, Feldsalat, auch Acker oder Nüsschensalat, ja, je nach Region, wie er heißt, auch Mausohr. Ja, der ist so schön. Haben die Jungs da vorhin schön gewaschen, ne? Zerlesen und gewaschen. Haben die gemacht? Wunderbar, ja, ohne Sand, ohne alles. Ja.
Weißt du, mehr leicht. Wenn es nachher ein bisschen knirscht, ja. Ja. Ne? Ja, da brauchen wir, können wir uns die Kieselerde sparen aus dem Reformhaus. Da haben wir die Natur gleich im Salat. Hast du alles. Ja, hat alles ein Für und Wider. Gell? Ja. So, wir machen die erst rein, wenn die Pfanne richtig Temperatur hat, nehme ich an, wenn oder? Wenn Temperatur hat, ja. Sonst wird sie nicht braun, sondern nur trocken. Ne? Nee, dann tun sie schön rösten. Ja, ne? Das heißt, hier saftig soll es bleiben, ja, weil die Suppe, die wird ja nachher passiert. Ja? Ja. So püriert. Mhm. Ich habe hier einen Mixer, Mixerstab, Zauberstab. Mhm. Genauso kann man das dann auch durch Flotte Lotte drehen. Ja. Aber also das Gemüse, was wir zuerst hatten, das bleibt das war draußen, das war nur für die Brühe. Und jetzt die Kartoffeln, die drin sind. Ja, ich habe jetzt hier die Brühe. Was hast du noch drin? Die Brühe ist da drin. Ist nur Kartoffeln. Die Brühe und die Kartoffeln. Ja, genau. Ja. Gut. Als Basis. Ja. Man kann genauso gekörnte Brühe oder was gibt es noch? Was gibt es noch? Es gibt verschiedene Arten. Ja, ja. Das heißt, also ich sage den Leuten immer, wenn ihr fertig Produkte nehmt, was heute nicht das Thema ist, aber bei den Gemüsebrühen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da gibt es ja wirklich welche, nicht nur Salz, es ist da kaum Gemüseanteil drin, Palmfett teilweise. Ja, das hat ja auch dann, ich weiß nicht, Hefeextrakt oder was auch alles immer. Hefe, also am besten immer nur Gemüse, Gewürze und das war's. Geschmackverstärker. Möglichst viel Gemüse. Ja. Glutamin, Glutamat. Aber das, was so, ich glaube, wir können. Aber das, kannst du reinmachen. Oh, die wird heiß, geht ja flott. Ja, ich mach die mal. Aber das, was wir machen, ist reine Natur. Ja? Wir haben nichts dran. Ja? Das heißt hier nichts Besonderes. Ja? So, jetzt das sind die Rösti, jawohl. Die Küstchen, schön. Und so, gucken, dass jeder Bodenkontakt hat, damit das gleichmäßig wird. Und wir haben kein Fett drin. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ohne Fett. Ja. Das röstet nur. Du kannst auch schon nachher dann ein bisschen Salz und Pfeffer reingeben. Ja. Geht auch. So, mal ganz genau. Wir haben ja die Zeit. Kann man das schön. Ja, bin ich mal gespannt. Aber wenn es geht, Braunschweiger Art geht. Ja. Aber Schwarzwälder. Ja. Aber ich glaube hier, der Laie kennt es nicht anders und der Fachmann schaut großzügig drüber hinweg. Nee, aber wir lassen nichts anbrennen. Ja, die Zeit ist viel zu kurz. Wie sind wir in der Zeit? Gut. Sagt Bescheid. Die Kartoffeln, die kochen noch nicht. Aber wenn die mal am Kochen sind, dann sind wir weiter. Ich glaube, ich bräuchte da. Was brauchst du? Noch irgendwas? So, dann nehme ich den Löffel, nehme ich noch einen weiteren. Nee, löffel der dich nicht. Löffel, also kann man so löffel der dich nicht. Ah, doch, geht. Ja, löffel der dich nicht nehmen, sondern hier, das wäre schade für die Pfanne. Ja, entweder Plastik oder so ein Holzschaber, das geht. Ja. Aber das riecht auch gut, gell? Ja. Jawohl. Und was ja das Schöne dabei ist, das Gericht, was wir machen, lässt sich gut vorbereiten, je nachdem, was ist. Vor allen Dingen ist auch hier ein Preisfaktor. Ja? Nichts, ja, quasi. Ja. Das teuerste wahrscheinlich der Feldsalat. Ja, gut. Der Rest Nee, wenn man überlegt dann, was wir verarbeiten, wenn du zu Hause trockenes Brot übrig hast, du kannst du ja sowas machen. Ja. Ja, ein Salat oder du hast Spinat, ja. Mangold. Ja, geht ja auch. Mangold, Spinat, Kresse, solche Dinge sind da, wo du die Suppe machen kannst. Ja. Mhm. Kartoffel als Bindung. Vitamin K ist, glaube ich, das, was im Grünfutter drin ist. Ja, ist wichtig. Ja. Gerade jetzt gutes Immunsystem, Vitamin D tanken, haben wir die Sonne wieder da Sonne, draußen. Sonne, und Vitamin K im Feldsalat oder in einem anderen Grünfutter wirkt Eiweiß, ja zusammen, dass das Vitamin D arbeiten kann. Hier Eiweiß im Joghurt. Ja. Ja. So, dass wir rundum schön harmonisch alle Nährwerte dementsprechend ausgeglichen sind. Ja. Und echt ein Gericht auch fürs kleine Portemonnaie. Genau, deshalb hier, ich verstehe die Leute nicht, wo hier dementsprechend Hartz-IV-Empfänger oder wir haben hier nicht das Publikum hier, oder was ihr draußen zuschaut. Ja. Das müssen nicht immer nur sein. Haben wir ja nicht, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, macht Vorbereitung, frische Dinge. Ja. Das ist das. Ja. Und schmeckt. Ja. Schön. Genauso Brot. Ja. Da kannst du schön Dings machen. Ja. Eine schöne Suppe, Brotsuppe. Du kannst einen Brotpudding machen. Ja. Brotauflauf.
Ja, stimmt, habe ich auch schon mal gegessen. Ja, das schmeckt auch, ja. Mhm. Semmelknödel, Brezelknödel und, ja, ein Ei drunter, ein bisschen Milch, ein paar Kräuter, Salz, Pfeffer, Muskat, ja, da kannst du schön Knödel machen. Oder auch als Bratling, ja, Semmelknödel, Bratling, geht auch anbraten, schön Salate zu. Oder auch ein Kräuterjoghurt oder Kräuterquark. Ja. So, das kocht gleich, das ist sehr schön. Dann müssen wir halt ein Momentchen warten. Ja, die Kartoffel, ja, die habe ich ja in feine Scheibchen geschnitten. Brauchen bloß aufkochen. Das sind eine mehlige Kartoffel. Die werden dann püriert. Ja. Das Gute ist ja, wenn ich Kartoffeln koche, normalerweise lasse ich es in der Schale ganz, dann bleibt auch alles in der Kartoffel. Würde ich sie klein schneiden, geht wahrscheinlich viel verloren. Ja. Aber hier bleibt es in der Brühe. In der Brühe, ja. Genau. Ja. Genau. Das Kartoffelwasser schütte ich ja weg. Wird nicht ausgelaugt, ja, weil es ja in der Brühe drin ist. Ja. Mhm. Ja, und deshalb, so viel Zeit hat es ja gar nicht. Und der Salat selbst, ja, der braucht auch nicht kochen. Ja. Wenn ich was grün mache, ja, Chlorophyll, ja, und du die Sache dementsprechend hier kochen, ja, dann wird es grau, ja, die Vitamine sind weg, ja, die Inhaltsstoffe. Ja, und so ist es halt. Ja, ja. Man muss schon einige Basispunkte berücksichtigen, ja, Basiswissen. Der Salat wird ja immer gerne am Vitamingehalt gemessen. Feldsalat ist jetzt einer mit den vielen anderen dunklen, Rucola und so weiter, mit den dunklen Salaten, die viel Chlorophyll haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch der wesentliche Aspekt beim Salat. Nicht der Vitamingehalt. Wenn ich Vitamine haben will, dann haue ich noch Paprika, Radieschen, ah, ja, Zwiebeln rein. Sagen, aber das Grüne, dieses Chlorophyll ist so wichtig auch fürs Blut. Ja. Darauf sollte man achten. Also ich achte immer darauf, dass er kräftig grün ist. Im besten Fall, und den Weißen lasse ich liegen. Oh ja, Spinat genauso. Ja. Gut, der Eisengehalt, okay, ja, der hat sich einmal mal verrechnet. Ja. Aber trotzdem an. Ja. So, es kocht. Es dauert halt einen Moment noch, ja, bis man die da pürieren kann. Du kannst ruhig mal rankommen mit der Kamera. Ja. Ich stelle mal die Flasche weg. Die kochen jetzt, ja, die Kartoffeln sind auch schnell fertig. Haben wir eigentlich schon irgendwas an Kommentaren, an Meldungen, an Hallos? Ja, gerne, du mal beantworten. Ja, klar. Mit allem, ja. Egal, rund ums gute Tafelwesen. Wenn irgendwas sein sollte, rund ums gute Tafelwesen. Ja, Spaß haben wir, ihr merkt es ja. Ne, aber die sind wahrscheinlich alle damit beschäftigt, dass das Brot nicht anbrennt. Die können jetzt nicht schreiben. Ihr Geruchfernsehen haben wir ja noch nicht, aber man sieht's, ja. Riecht doch lecker. Ja. Ne? Hast du schon ein bisschen gewürzt? Nee, das könnten wir. Oh, jetzt muss ich runterdrehen, jetzt sehe ich es. Ja, gut. Kannst du ein bisschen würzen. Ja. Man könnte ja auch ein bisschen Knoblauch reingeben. Passt ja auch. Ja. Ja, dann machen wir das mal zuerst. Hier, ja, das Salz und Pfeffer, je nachdem, ja. Wenn ihr. Achso, das ist ja beides. Ja. Sag mal, genau. Stopp. Gut. Ah, ja, das Pfeffer kann ein bisschen mehr, ne? Ja, das grobe Meersalz ist das. Ne? Gut. Schön. Und jetzt kann man natürlich auch noch, ne? Geht auch, ne? Oder Knoblauchzehen kann man auch reinmachen. Nur Geschmack. Ja? Ja, und kommt jetzt der Geschmack von den beiden Dingen überhaupt hier in das Brot rein? Ja, gut, ich sehe das mit mir. Ja, die ätherischen Öle, ja, vom Rosmarin, was da beruhigt. Ach so, das dampft quasi aus und zieht sich dann doch aromatisch durchs Brot. Genau, durchs Brot dann. Ja, aber du könntest auch eine Scheibe nehmen, anbraten, natürlich auch etwas Butter. Ja. Anbraten, ja, es schmeckt auch sehr gut, aber wir machen ja gesund. Wir müssen ein bisschen auf Abstand bleiben. Ja, gut, Abstand. Kriegen gerade einen Hinweis. Ja. So. Das dauert halt doch, ja, die Kartoffel, ja, waren doch viel, aber es geht, so, dann es wird. Ein bisschen runter, weil ich glaube. Ja, hast du schon probiert? Wer einmal leckt, der weiß, das weißt du doch, ja, jetzt. Genau. Ja. Es macht sich schon bemerkbar. Was meinst du, bemerkbar? Wo? Das Krosse. Aber es kann doch. Kann doch, ja. Das Problem bei dieser Pfanne ist, die ist nicht gleichmäßig. Wenn man zu Hause eine Pfanne hat, hast du gleichmäßig Hitze. Und hier aber die ist ziemlich in der Mitte und außen verliert sich das dann. Hat einen Heizring, ja? So ein Heizring drin, ja. Ja. Nee, aber das ist ja unsere Frühstückseierpfanne. Weißt du ja vielleicht auch noch, wenn du mal bei uns beim Brunchen dabei warst,
Da gibt es ja immer 200 Eier, ganz viel Gemüse, also so ein bisschen Lauch, ein bisschen Paprika, ein bisschen Karotten und was auch immer noch, ein paar Kräuter. Und dann mache ich das ins Ei drunter. So wie spanisches Omelette, so ungefähr. Ja, so ja. Omelette Espanol, ja, wird auch so gemacht. Wobei das auch mit Kartoffeln ist. Mit Kartoffeln, doch, mit Kartoffeln wird es gemacht. Ja, und dementsprechend hier stocken lassen. Ja. Mhm. Das kann man alles nehmen, ja, aber... Es gibt auch Schwedisch, ja, Svensens Versuchung ist auch hier, Fresterde, ja, ist auch mit Kartoffeln, feine Würfelchen, ja, auch Svensens Eis. Svensens Versuchung. Ja, klar, aber ja, wir wollen jetzt nicht hier keinen Fachunterricht machen. Ja. Ich war lang genug in der Ausbildung, ja, das heißt hier Berufsschule, viele Azubis gehabt hier in Kreuznach, ja. Wie ist das eigentlich jetzt im Lockdown? Schöne Grüße von Peter Kunz, soll ich dir sagen. Peter Kunz, ja, ja, klar. Der. Der kennt dich ja auch gut von früher noch. Ja. Und wie läuft das eigentlich jetzt mit den Gastronomien, mit den Ausbildungen? Er hat mir erzählt, er ist ja auch Prüfer bei der DHA und so weiter. Ja. Und die haben jetzt wohl ihre Azubis fertig. Aber neue Azubis, wie sieht das aus in der Gastronomie? Ja gut, die Praxis, ja, fällt alles flach, die Berufsschule. Ja. Betriebe, auch nichts. Ja. Ja. Und die Betriebe, wo dementsprechende... Außer Hausservice, Catering oder sonstiges haben. Ja, gut, da lässt sich es machen. Ja. Oder man kann jetzt Prüfungsinhalte oder Lehrinhalte vermitteln, geht ja. Ja, ja, theoretisch halt. Das ist wie mit dem Training. Wie trainiere ich theoretisch? Ja, ja. Und sitze aber auf der Couch. Ne? Ja, gut. Das Visuelle. Ja, das, das Visuelle bringt. So, wunderbar. Lassen wir mal. Was machen meine Kartoffeln? Die sind gleich soweit. Dann können wir es pürieren. Ja. Da kommt der Salat dazu, abschmecken, ja, pürieren, ja, und dann den Joghurt, der muss ein bisschen glatt rühren noch. Glatt rühren? Glatt, ja. Nimmst du da ein Löffelchen? Ich habe hier noch Löffelchen. Hast du einen Löffel? Ja, also Löffelchen ist gut. Also einfach mal umrühren. Ja, ja, der ist schon, ja, der... Der ist relativ flüssig, ne? Der ist flüssig, ja, nicht stückig. Ja, der ist gut. Ja. Da wollen wir dann später dann in die Suppe ein bisschen so einrollen. Ja, mhm. Ja. Sieht auch schön aus. Das sieht schön aus, das schmeckt aber auch wirklich dazu. Ja, das Auge ist frische, kalt. Das Auge ist auch mit, ja. Denk mal, das Grüne, das Weiße, das Braune. Ja. Und dann noch hier, wenn du den Biss hast, ja, von den crunchigen Rostbratwürfeln, ja, wird... So, ich werde jetzt mal die Sache pürieren. Mal gucken, ob jetzt der Ton aushält. Der Ton? Weiß ich nicht, kann sein. Mach einfach weiter. So, du kannst das auch machen. Ja, klar. Da, hier. Wenn der Kochlöffel zum Zauberstab ist. Jetzt kommt der Salat dazu. Jetzt sind wir hier. Das ruhig drin, das ruhig drin. Nächstes, ja. Stopp, ganz weich. Ja, ruhig durch. Ja. Ja, mach ruhig. Ja. Ja, gut. Jetzt machen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer und Muskat. Habe ich hier Pfeffermühle, kannst du ruhig was reinmachen noch. Ja.
Du sagst mir, weil ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, das kann ich vertragen. Ja, das ist gut. So, Pfeffer. Pfeffer ist immer gut, wenn es der Papa essen tut. Hier in einem Sportstudio haben wir natürlich keine elektrischen Mühlen, sondern Handbetrieb. Ja, klar. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Muskat. Das ist eine Muskatmühle. Mhm. Ja, ich habe hier auch eine Muskatreibe. Also ich weiß, Muskat ist immer da angesagt, wo Kartoffeln Kartoffeln eine Rolle spielen. Gibt es noch ein anderes Gewächs, wo Muskat gerne genommen wird? Hier Makis, ja, geht ja auch. Ja. Was für ein Ding? Makis, ja, das ist auch die Außenhaut von der Muskatblüte, ja, das heißt von der Muskatnuss. Aha. Du sagst Bescheid, ne? Hier mit Muskat kann sich jemand töten. Ja, wenn du drei Nüsse isst oder so, ne? Ja, Reibnuss, ja. Da. So, ist in Ordnung, lass mal gut sein. So, jetzt tue ich es mal probieren. Guck mal an, wie schön. Ja, probier mal, wie es schmeckt mit deinem Löffelchen. Probier es mal, ob noch was fehlt. Ja. Hopp, das hier. Ist... Hopp. Genau. So. Dankeschön. Ach, ist das lecker. Wie? Schmeckt doch? Aha. Oder fehlt noch was? Schmeckt schon. Ja. Natürlich. Also nach meinem Geschmack kann noch ein bisschen Salz rein. Ja, siehst du, dann mach rein. Dann machen wir das doch. Natürlich, wir machen ja neutral. Ja. So, jetzt holst du mal einen Teller bitte. Dann machen wir mal einen Musterteller. Wo machen wir den vorne hin? Genau. Oh, den stellen wir mal so rum mit der Blume zur Kamera. Jawohl, ja, aber mein Kompliment hier, habt ihr schöne. Ja. Passt doch die Farbe vom Teller super passt, dazu. Ja, guck mal an. So, und jetzt bringst du ein paar Krüstchen in die Mitte. So, in die Mitte. Ja, die Löffelchen. Ja, schön in die Mitte. Ja, so, naja. Ja, das geht auch mal so. Ja, ja. So, jetzt der Joghurt außenrum, ne? Außenrum. Schön, immer schön tropfen lassen. Ziehen, ja, durchziehen. Ja. So eigentlich, gell? Ja, ziehen, ja. Oder wenn das. Ich kann dir noch. Was, den zweiten Teller machst du? Nee, ist ja gut so, ist ja schön so. Ja, guck. Kannst auch so machen. Guck. Also für unser Kind zu Hause hätte ich jetzt ein Smiley reingemacht. Ja, das geht doch. Aha. Das geht doch, ja. Pass mal auf, jetzt machen wir mal noch einen schön. Na, der ist doch schön. Ja, genau, der ist schön. Ja, ist doch okay. Was soll das denn? Das ist doch super. Ja, guck mal an. Ja. Ich glaube hier, ja, bedingt durch die Kartoffel, schön sämig, ja, ein bisschen mehr geworden. Ja. Natürlich war das jetzt, wenn man größere Mühe passieren lässt. Ja. Mhm. Kein Fett. Ja. Oder haben wir. Es fehlt auch keins vom Geschmack her. Das ist einfach, weil das so schön aromatisch ist. Ja, obwohl, ja, in Schmand ja, oder Crème fraîche, Sahne. Ja. Creme Double. Geht immer, ja. Ist ein Geschmacksträger. Aber ja. Man kann es so sehr lecker essen. Ja. Das ist, wenn man wirklich darauf achten muss, wäre das ein Rezept, wo man sagt, hier brauche ich wirklich kein Fett und ich habe trotzdem echt Spaß beim Essen. Ja, und es geht auch schnell. Ja. Ja. Du kannst, egal wie, ja, das waren die Kartoffel. Ja, Kartoffel und eine Gemüsebrühe. Mhm. Ja, und dementsprechend das hier Einlage. Ja. Und wenn ich die jetzt weiter kochen lasse, wird sie grau. Ja, ja. Die Kartoffel. Wir in der Profiküche, wie würden die jetzt noch mal passieren? Durch ein Sieb, ja, ganz fein, ja, ein bisschen aufschlagen noch mit Sahne. Ja, und da wird die schon locker. Mhm. Und ich glaube hier für den täglichen Gebrauch, ja, für den Sinn und Zweck des heutigen Tages oder den Abends. Ja. Ja. Werde ich jetzt auch mal machen. Also ich habe ja öfters mal meine Familie zu Hause, so Mutter, Geschwister. Ich habe ja 4 Geschwister, ja. Die haben noch 4 Partner, die haben noch einen Haufen Kinder. Ja, und ich habe immer die Vorspeise gespart, weil das immer so viel Aufwand ist, wenn du 20 Leute da hast oder 15. Ja, zu massiv. Dann. Aber sowas kann man mal machen, du hast ja ruckzuck auch 20 Portionen da. Das ist ja nicht viel mehr Arbeit. Ein bisschen mehr Kartoffelschälen, das war es ja schon. Ne? Die Kartoffelschälen, das ist die Arbeit. Ja, oder, ja, die Kartoffel hat eine Stärke. Stärke bringt Bindung. Mhm. Ja, brauchst keine Mehlschwitze. Ja. Braucht man nicht. Ja. Früher, was die Großmutter noch wusste, ja, die hat früher das Sauerkraut gebunden mit geriebenen Kartoffeln, ja, die sämige, ja, was dementsprechend bringt. Ja. Oder wenn man auch Rotkraut kocht, ja, einen guten Tipp, ja, Löffel Reis mit rein, rohen Reis. Der Reis, der zerkocht ja, während des Kochprozesses, gibt die Stärke ab und bindet den Rotkohl. Ja. Da brauchst du nicht extra nochmal Stärke anrühren oder sonst was. Ja.
Kartoffelstärke. Ja? Das heißt, ja. Ja, früher hat man auch die Hemden gestärkt. Ja? Was ich aber schon mal hier gemacht habe, ist zum Beispiel Schupfnudeln mit Sauerkraut. Ja. Da brauchst du auch nichts zum Abbinden, weil die Schupfnudeln ist ja auch so Kartoffelbasis, ja. Nimmt es ja auch auf, die zu viel Flüssigkeit. Ja, ja, schön, genau, genau. Schön, ich sag mal matschig oder schlotzig. Ne? Schlotzig, ja, schlotzig. Gut, das Schlotzige, ja, beim Kartoffelsalat. Und dann hast du halt das meiste Aroma auf dem Gaumen, ne? Wenn das so ein bisschen schlotzig ist. Ja, schlotzig, ja. Schlotzig sagt man auch hier zum Kartoffelsalat, ja. Das heißt hier im süddeutschen Kartoffelsalat mit einer Fleischbrühe, Zwiebel, der wird dann schön sämig. Schlotzig. Ja. Man braucht keine Mayonnaise oder sonst was anderes. So, ich glaube aber hier, wenn man sieht, ja, ja. Bist du zufrieden? Ja, ich nehme den jetzt einfach. Ich esse den jetzt. Ja, gut. Wir haben ja noch genug Portionen für die anderen, oder? Ja, wir haben genug da. Nee. Wir wollen sie nicht kalt werden lassen. Nein, oder? Wir brauchen die nicht kalt oder als Soße oder sonst was. Das muss ich sie vor allen Dingen mal mit dem Brot zusammen essen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Doch, der Biss, der Crunch, ja, muss immer Gegenpappen haben. Ja. Mhm. Das Pürierte, ja. Sehr schön. Ja, und schmeckt auch, ist gut. Ja. Nö, du denk mal dran, du würdest auch... Als Kleinkind, ja, Spinat und Kartoffel. Mhm. Ja, irgendwann kommt das Alter, wo man es mag. Ne? Ich meine die Kombination. Ja. Ja. Spinat, Kartoffel, Karotten, Kartoffel. Ja. Mhm. Das heißt für den Zahnlosen, ja, wo noch keine Zähne da sind. Seniorenkost. Ja. Wir kamen ja alle mit Brei auf die Welt. Ja, gehen vielleicht, nee, so Gott will, ja, mit Brei. Ja. Ja. Oder mit Windel. Oh je, sind wir schon aus. Nee, läuft noch. Nee, wir kamen mit Windel auf die Welt. Ja. Und gehen vielleicht, oder Rollator, ja, Kinderwagen, die Vergleiche. Ja, der Geist. Das ist aber jetzt ein Bogen, den du da spannst, mein Lieber. Ja, der Kreislauf des Lebens. Ja. 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 Und so ist es hier beim Essen. Andreas Bredenkamp hat das formuliert. Er hat gesagt, wir haben unsere Muskulatur schon gebraucht, da hatten wir noch nicht mal Zähne im Mund. Und wir werden unsere Muskulatur auch noch brauchen im Alter, dann werden wir wahrscheinlich schon wieder keine Zähne mehr haben. Trainieren. Ne? Genau, deshalb gehört hier zur Körperpflege nicht nur das Zähneputzen, sondern eben auch das Training. Weil die Muskulatur brauchen wir von Anfang bis Ende. Ja, die Zähne nicht. Richtig, du baust auf, ja, und dann muss das Niveau halten. Ja, einigermaßen, ja, ja. So gut es geht. Ja. Ja. Ja, du willst ja auch im Alter vielleicht selber noch den Pommes abputzen können. Das wäre schon gut. Ja, lieber du dein Geld investieren hier Studio, als wenn du jemand brauchst noch eine Hilfe. So ist es. So gut es geht. Aber, und dazu gehört eben auch gutes Essen. Ne? Ja, das gehört unmittelbar zusammen. Essen, ja, gut. Ja. So, alles Genuss ohne Reue. Nachtisch haben wir keinen vorbereitet. Gibt es auch keinen? Weil das hätten wir auch noch gemacht hier. Das Essen ist sich für sich genug. Ja, gerade jetzt in der Jahreszeit. Ja. Kalt. Ja, dementsprechend hier lässt sich gut vorbereiten. Ja. Ich schwitze schon, also ich esse jetzt ein bisschen heiße Suppe und fange an zu schwitzen. Ja, Suppe selbst, ja, die ist ja nicht so in Vergessenheit geraten, Suppen. Ja. 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 Und dabei geht es so einfach. Ach, ich glaube, viele können es auch nicht mehr. Wenn ich mir das anschaue, kriegen die Kinder heute noch von ihren Eltern Kochen beigebracht? Können es die Eltern überhaupt noch? Wenn ich zur Großmutter gucke, die kann es noch. Ja, weil sie Großmutter aber noch wusste. Es geht echt verloren. Und es gibt Kochsendungen ohne Ende. Ne? Ja. Aber niemand kann kochen. Die lassen sich alle nur belabern. Ich weiß, von was ich rede. Ja. Ja, aber ja, die Nahrungsmittelindustrie macht Umsätze. Ja. Schlimm. Schlimm, ja. Und ganz schlimm. Dabei liegt das Gute so nahe. Und nicht nur, was geschmacklich schade ist, was die Leute gar nicht wissen, was sie verpassen, sondern auch gesundheitlich. Das gehört ja miteinander zusammen. Und deshalb wollen wir auch mit unserer Kochsendung wirklich die Leute animieren, durch einfache Gerichte wirklich zum Kochen zu kommen und Spaß dran zu kriegen. Also für mich ist das Entspannung zu Hause, für mich ist das keine Arbeit. Es sei denn, ich habe 20 Leute, dann ist es auch ein bisschen Arbeit. Aber ansonsten ist das Entspannung. Und wenn man es mal gemacht hat, dann geht das ja auch ratzfatz. Ja gut, unter anderem, ja, es gibt auch heutige Techniken. Ja. Das heißt, ja, guck mal an, der Mixer, der Thermo, was weiß ich, was... Was alles gibt. Ja. Von allen möglichen Herstellern gibt es den. Von allen Herstellern, ja. Ne? Das heißt Kochapparate, du kannst alles reinmachen. Also, ne? Schluss. Ne? Das ist auch ein Thema bei uns im Highlight. Immer wieder höre ich das ja, ich habe den Mix. Ja, und dann sage ich, für mich ist es nichts. Aber wenn die Leute damit wenigstens zum Kochen kommen, dann ist es gut. Weil sie dann frische Ware verarbeiten. So ist es, und Zeit in der Küche verbringen und wirklich ein vernünftiges Produkt dann auch auf den Tisch stellen für sich und ihre Familie. Das ist oftmals eine Hilfe als Einstieg, solche Mixer, Geschichten, die es überall gibt.
Ich bin eher genau wie du wahrscheinlich. Da muss eine Pfanne hin, da muss ein Topf hin. Fingerdruck, und das bleibt beim Messer und beim Holzbrett. Manuell. Und nicht irgendwelche elektronischen Dinge, die da Physik, die Arbeit abnehmen. Das ist ja auch schade. Es ist so, ja, bei uns draußen, ja, im Beruf genauso. Ja, es gibt Kochautomaten, ja, die wird alles eingetütet, vakuumiert, ja, mit verschiedenen Gewürzen, Kräuter, vakuumiert und dann das kochende Wasser. Mhm. Ja, Thermometer rein, 72 oder was weiß ich, oder 55 Grad ziehen lassen. Langzeit garen. Ja. Früher hat sie gesagt, hier, man sieht da aus wie schon mal gegessen, schabby, ja, weil die ganzen Fasern dementsprechend sind, aber... Das ist halt Geschmackssache, ja. Mhm. Als ich gelernt habe damals, wir hatten keine Fritteuse oder gab es nicht. Ja? Oder du musstest das Rostbeef noch tatsächlich am Stück braten, dann mit Finger, mit Daumendruck, musst du lernen, ja? Was Medium, Rare, Wäldern ist. Ja? Und heute schicken sie Thermometer rein, ja, und dann geht's los. Kochautomaten, die dämpfen, die braten, die überbacken. Gut, ne? Heutige Zeit. Ja? Ja. Du musst wissen, wie es zusammenkommt, die Basis. Ja. Genauso, wenn du in die Werkstatt gehst mit dem Auto. Ja, früher der Meister, der hat es gehört, aha, da rasselt was, da ist dies oder hier, da scheppert was, das kann nur das sein. Ja. Und heute geht es an der Stecker dran. Ja. Ja. Ah ja, die Zeit ändert sich. Ja. Ich habe übrigens auch mal 3 Jahre in der Gastronomie zugebracht, wirklich gearbeitet, als während meiner Ausbildung als Elektriker. Ja. Habe ich 3 Jahre auf der Alten Baumburg bei der Frau Prietz, das wird sie wahrscheinlich Frau Prietz, auch was sagen. Ja, klar, Frau Prietz, selbstverständlich, Natascha, die Tochter. Zwar im Service gearbeitet, aber du kriegst im Service natürlich Kontakt mit der Küche und lernst da Dinge kennen, die dir sonst alle verschlossen bleiben. Dann hoch, die Kaminstube hoch. Ja, Rittersaal. Ja, und, war eine schöne Zeit. Ist ja, geht ja noch alles, aber wenn du eine große Küchenbrigade, ja, das ist tatsächlich Stress, Krieg, und da musst du fit sein, ja. Auch Auffassungsvermögen, ja, die wird annonciert, und da kommen Bons durchgelesen, ja, muss alles gleichzeitig fertig sein. Mhm. Glaubst du, und das Steak steht vorne, ja. Also das muss man auch mögen, das ist schon eine eigene, eigene Kultur in der Küche, in der Gastronomie. Ja, es spielt alles. Habe ich ja miterlebt. Spielt und alles zusammen. Ja. Ja, und man merkt auch, wie, wenn du mal so ein Koch, ich war öfters mal früher beim Jan Treutle, Kochkurs gemacht, um einfach mal wieder was anderes mitzumachen. Und da ist ja noch die entspannte Variante in der Küche. Aber da merkst du schon in der entspannten Variante, wie die Umgangsformen sind. Ne? Das ist militärstechnisch. Ja, ja, weil es, muss, anders, es gibt kein Vergeben. Also es muss auf den Punkt für den Gast, bei jedem sagen, Gast muss es passen. Bitte, ich gibt nicht 90%, das gibt es nicht. Schon gar nicht in der Küche wie im Gütchen. Ja. Da gibt es nur 100%. Ja, fertig. Dann, logisch. Für gutes Geld willst du Qualität. Ja. Überleg dir mal, du hast jetzt eine Hochzeit, ja? Gesellschaft. Ja, und die wollen vielleicht Filet, ja? Englisch gebraten. Alle gleichzeitig, ne? Gleichzeitig, ja. Und jetzt stehen draußen, steht der Schwiegervater auf, fällt nochmal 10 Minuten Rede. Die war gar nicht eingeplant, du stehst da. Dann wird das Medium halt durch, ne? Ja, und wer ist denn schuld? Das sind so Sachen, da gehst du an die Dicke, ja? Wie Sabé-Männchen. Ja. Aber das sind andere Dinge, man könnte sich... Lang genug unterhalten, diese andere. Ich wollte es gerade sagen, anderes Programm. Bevor die wegschalten, die da am Bildschirm sind, schalten wir jetzt mal und finden ein Ende. Also vielen Dank, dass du uns hier beglückt hast mit deinen Kochkünsten, dass du dabei warst. Ja, ja. Und ich sag mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben schon vor, das immer noch ein bisschen weiter zu forcieren. Vielleicht haben wir mal wieder das Vergnügen und mit neuen Rezepten. Viel Spaß zu Hause beim Nachkochen. Da sind wir. Kamera 2. Und guten Appetit. Ansonsten denke ich, wir nähern uns immer mehr dem Zeitpunkt, wo wir uns alle wieder hier treffen können. Ja. Ja, und nicht nur die mit Attest, sondern wirklich alle und ganz regelmäßig. Ja? Und mir hat Spaß gemacht, mit dir zu kochen. Dankeschön. Niemand hat sich verletzt. Ja? Niemand hat blaues Auge oder Finger. Ne? Nee, nichts verbrannt. Ich zähle es daher nochmal nach, aber ich meine, sie sind alle dran. Ja. Und die Leute, Background hinten, die freuen sich jetzt. Ja, ja. Die haben schon Angst, dass die Suppe kalt wird. Ja, 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 gut. Nee, sie steht noch auf der Herdplatte, passiert nichts. Okay. Gut, dann macht's gut. Bis nächsten Mittwoch mit einem Live-Talk wieder mit Gästen zu Erfolgsgeschichten. Ansonsten eine gute Woche. Bleibt gesund, trainiert, was auch immer. Genießt das schöne Wetter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.